Dieses Bild spricht Bände und Sie wissen sicher gleich, was gemeint ist. Wer so die Beine kreuzt, der hat ein dringendes Bedürfnis, der muss mal. Und damit kommen wir zu meinem absoluten Favoriten unter dem Autozubehör. Der heißt Travel John. Ich übersetze das mal mit Reise Johannes. Eine sensationelle, eine segensreiche Erfindung und die führe ich Ihnen jetzt mal vor. Ich betone ausdrücklich, das ist Wasser und sonst nichts. Also, rein damit und jetzt kommt der Clou, jetzt kommt der Zaubertrick. Die Flüssigkeit, jede andere natürlich auch, verbindet sich da drin mit sogenanntem Liquorbgranulat und wird fest. Also kein Problem mit der Entsorgung und ganz wichtig, auch nicht mit dem Geruch. Naja, manchmal ist halt einfach keine Toilette in der Nähe oder sie ist besonders schmutzig oder der Parkplatz ist besonders finster. Und so ganz nebenbei eignet sich unser Reise-Johannes auch noch als Spucktüte. Gerade Kindern wird es ja gerne mal schlecht. Mitten im Stau drückt die Blase, wie immer im falschen Moment. Stress pur und kein WC weit und breit. Aber da haben wir was. Travel John. Er ist für Männlein wie Weiblein geeignet und einfach zu handhaben. Drei Beutel kosten 9,50 Euro. Einfach laufen lassen. Es gibt kaum schönere Momente im Leben. Mit Travel John wird jeder Platz zum stillen Örtchen. Ein Granulat bindet die Flüssigkeit und beseitigt Gerüche. Und dann klappt's wieder besser im Verkehr. Behaupten, jeder kennt es. Dieses drängende Gefühl, diese leichte Panik, gefolgt von Schweißausbrüchen und ziehenden Schmerzen im Unterleib. Meist tritt es auf, wenn gerade so gar keine Aussicht auf Erleichterung besteht. Cola-Dosen und Kaffeebecher versagen kläglich in dieser Situation. Doch die Rettung naht. Travel John, das Klo zum in die Tasche stecken. Ob's wirklich funktioniert? Es ist wie so oft auf Deutschlands Straßen, es ist Stau. Leidgeplagte Autofahrerseelen, hier und da auch eine mehr als volle Blase. Kein Baum, kein Strauch, kein Klo. Doch da ist sie, die Rettung direkt aus Amerika in Form von Travel John, zu Deutsch Reise Johannes. Es soll die mobile Ablasshilfe sein, selbst im Auto einsetzbar, familientauglich, diskret und auch geruchsneutral. Genial. Oder? Weil wir ja sozusagen gerade den Parkplatz verpasst haben, wo man auf Toilette gehen kann, könnte man das jetzt dafür nutzen, wenn man mal ganz dringend muss, wie eigentlich gerade meine Frau. Wie gerade Ihre Frau? Ja, eigentlich. Geben Sie es ihr mal rüber. Wird ihr gefallen. Wird ihr gefallen. Um dann sozusagen die Notdurft zu verrichten. Ist genau so ist es gedacht. Darf ich das behalten? Sie dürfen es sogar benutzen, wenn Sie wollen. Amerikanische Erfindung. Käse. Halten Sie für Käse. Ja. Und wenn es aus der Weltraumforschung käme? Auch Käse. Auch Käse. Und es soll auch für Frauen geeignet sein. Würden Sie sich das bitte mal anschauen? Es wird schon gehen. Also so sieht's aus. Ja. Und das würde gehen? Es würde bestimmt gehen, ja. Auch im Auto? In der Not geht alles. Ja, die Not, der Teufel und die Fliegen. Doch wie funktioniert's denn nun? Für einen Brummifahrer jedenfalls kamen wir genau zur rechten Zeit. Und ging es gut, wenn ich fragen darf? Ja, ohne zu tropfen. Ohne zu tropfen. Also wäre empfehlenswert das Produkt. Ja, auf alle Fälle. Eine klare und eindeutige Aussage und selbst die Polizei war angetan von unserem Stauhelfer. Können Sie sich vorstellen, selbst sowas zu benutzen? Tja, ich hätte es schon manchmal gebraucht, weil ich auch manchmal im Stau stehe. Können Sie sich vorstellen, sowas zu benutzen? Nee. Ob sich das Einwegklo für den Stau durchsetzen wird? Man darf zumindest gespannt sein. Fakt ist, auf die mobile Toilette reagierten Männer wesentlich aufgeschlossener als Frauen, die sich doch eher zurückhaltend zu dem neuen Produkt äußerten. Eine echte Toilette ist eben nicht so leicht zu ersetzen.